Gronkh? Ja. Wir spielen was. Ja. Okay, ja, was denn? Viral oder egal. Und hier ist der Spielleiter, Florentin Will. Florentin! Hallo, grüß dich, Florentin. Schöner Mann. Herr Gronkh, danke schön, ebenfalls. Danke, ja. Kennt ihr zwar euch eigentlich? Bist du auch im Internet? Im Internet kennt man Beans und Stream und Twitch und so. Klar. Man, natürlich kennt. Also, wir haben sehr oft zusammengehangen vorhin, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Ihr habt euch zum ersten Mal gesehen jetzt? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns sehr unangenehm begrüßt. Das ist oft so, wenn man sich im Internet schon kennt und dann im Real Life trifft, dann ist es so ein bisschen. Ach, es war auch ein bisschen awkward an der Maske halt ein bisschen. Ne? Wo man aber Bärte sind wie Klettverschluss kleben bestimmt aneinander. Hört man das? Ja. Wie geht das Spiel, Florentin? Was? Ich nicht. Ach so. Ich habe ein paar Videos mitgebracht aus dem Internet. Ja. Ist das jetzt so eine von diesen Clipshows, wo man dann mal lustige Sprüche drüber macht? Ja. Richtig. Wir versuchen, möglichst die Clips so lustig zu machen, wie es geht, damit wir nicht mehr lustig sein müssen. Also nichts von meinem Channel, okay. Wie funktioniert's? Es funktioniert folgendermaßen. Wir schauen uns das Video an. Dann müsst ihr erraten, wie viele Klicks dieses Video auf YouTube hat. Ah, wer näher dran liegt, kriegt einen Punkt. Okay. Wer die meisten Punkte macht, gewinnt das Internet. Momentan gehört das Internet Herrn Böhmermann. Ja. Der Titelverteidiger, mal schauen, wie der Herausforderer sich heute schlägt. Wir schauen mal ins erste Video rein, bitteschön. Warum? Ist das echt? Hat der Hund das gemacht oder war das irgendwie an der Kamera? Mystery, man weiß es nicht. Als kleine Randinformation, der Titel des Videos lautet Angry Dog Growling La La La. Also man kriegt, was man versprochen bekommt. Du musst jetzt vorlegen, als Gast sagst du, wie viele Views? Du machst es ja schon einfach. 10 Millionen. Ich würde sagen 11 Millionen. Boah, 10 Millionen, 11 Millionen. Wir schauen mal ganz kurz rein, wie viel es tatsächlich hat. What? Boah, hab ich. Haarscharf. War haarscharf. Punkt für Gronkh. Damit 10 Millionen die richtige Antwort. Ein Punkt für Gronkh. Hat es aber verdient. Es hat es aber verdient. So, wir gucken gleich mal ins zweite Video rein. Vielleicht habt ihr da mehr. Schöne Socken hat er auch. Hier, Dankeschön. Okay, that's really good. Give us all your sounds. Na, ich sag mal so, falls ihr jetzt nicht genau wisst, wer das war der Animal Sound Man. Ah, okay. Also so lautet zumindest der Titel des Videos. Hat aber alles, was das Internet gut findet. Ich würde sagen, das ist nicht so ein underrated Video, sondern das hat richtig viele Klicks. Ich würde sagen, es hat 6 Millionen. 6 Millionen. Darf ich übrigens eine Wurst, eine Snack-Salami anbieten? Nee, danke. Wurst ist Gift, danke. Wurst ist Gift? Er hatte auch zwei Bleistifte hinter den Ohren. Also das fand ich sehr bemerkenswert. Zwei Bleistifte. Hm. Wenn man mit beiden Händen was niederschreiben muss. Er ist bereit einfach. Also du hast gesagt 6 Millionen. Ja, 6 Millionen. Alles klar, das ist gut. Und du? Für Gronkh ist das ein guter Dienstag. Ich sag 5 Millionen. 5 Millionen? Okay. Für Gronkh ist das ein guter Dienstag. 6 Millionen zu 5 Millionen. Wir schauen mal, wie viel der Animal Sound Man tatsächlich hat. 4,6 Millionen! Damit Gronkh! Okay. Ja, du 5 Millionen! Ja. Wow! Du hast doch schon das Internet. Wow! Nicht schlecht. Oh. Ich glaube, das war in der 20-jährigen Geschichte von Viral oder Egal eine der besten Schätzungen, die wir jemals hatten. Wahnsinn. Wow. Du kennst den doch bestimmt. Ich wollte nur weniger sagen als du. Ja, okay. Nee, aber muss man auch verlieren können. Gut, also wir haben uns ein bisschen aufgewärmt. 2 Mach dir doch eine Wurst ins Glas einfach. Und wir schauen mal in Video Nummer 3. Jan muss aufholen. Vai, Pancino, fatti una corsa. Pancho. Schön. Das habe ich schon mal gesehen. Irgendwo. Du musst vorlegen. Dieses Video ist die Antwort auf die Frage, why Corgi don't run in the snow. Okay.
Why? Ich sag 4 Millionen. Ich sag 5 Millionen. 4 Millionen für Gronkh, 5 Millionen. Jan überbietet diesmal und wir schauen nach, wie viel der Corgi geholt hat. Bitte schön. Leben am Limit. 6,2 Millionen. 2:1. Verdammt. Ich hol auf. Verdammt. 2:1. Okay. Wie viel haben wir denn? 5 Videos insgesamt? Wir haben noch ein Video. Also es wird spannend. Es kann höchstens ein Unentschieden geben, aber dann gewinnt immer der Gast bei Unentschieden. Das ist aber unfair. Doch, wir teilen uns das Internet. Dann teilen wir uns das Internet. Ja, klar. Ja, okay, alles klar. Ob es soweit kommt. 2:1 momentan für Herrn Gronkh und wir schauen uns das letzte Video an. Herr Bitte Gronkh. Schön. Oh. Oh. Koala, faceplant, Mason, very funny. Oh, bei very funny very ist schwierig. Funny. Ja, ich glaube aber, das schickt sich keiner rum. Das ist nicht gut genug. Ich würde also, sagen. Also, Gronkh liegt vorne. Sie liegen vorne, Entschuldigung. Ja, wenn man hier will. Dann beginnen Sie doch bitte. Achso, ich? Haben wir vielleicht im Publikum irgendeine Zahl? 100. Der Preis. 100! 100 ist 200! Aber jemand mehr? Tor 3! Tor 3! Wurst! Wurst 4 Euro! 16.000. 16.000. Kann jemand mal kurz gucken? Bei nee, das zählt nicht. Entschuldigung. Nein, das ist live. Ist ja live. Okay, ich sag einfach. Aber es ist jetzt gemein, weil du wirst auf jeden Fall weniger sagen und damit gewinnen. Weiß ich nicht. Ich sag 1 Million. Weniger. Herr Böhmermann, ich brauche eine konkrete Zahl. 999.000. Du bist so eine Sackfalle. Sehr gute, sehr ehrenhafte Schätzung. Und wir schauen mal ganz kurz, wer näher dran liegt. Der arme Koala! Und nur 15 Daumen hoch. Aber der eigentliche Sieger, die 100 aus dem Publikum, die ist extrem nah dran. Wer hat die 100 gesagt? Da komm her, kriegst du hier mal so was. Ich würde sagen. Ja. Das war geil. Wer hat das gesagt? Ja. Alter! Scheiße. Nein. Warte, komm. Wir kriegen das hin. Warte. Jeder kriegt die. You get a Karatze. Du musst flitschen. Flitschen. Everybody. Ach so, flitschen. Kann man übers Publikum flitschen? Warte. Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt gerade mit dem 100? Ja! Wunderbar! Ja, geht aber. Es geht. Naja. Okay, bei dem wird's schwierig. Lieber nicht. Das also heißt, es steht 2:2? 2:2 sind unentschieden für Herrn Böhmermann und Herrn Gronkh. Aufgeteilt. Ich auch nicht. Das war sehr schön. Wo zieht ihr die Grenze im Internet? Welcher Teil gehört wem? Du kriegst die Let's Player und ich die Fan-Community von Mr. Tutorial. Alle Leute, die sich nicht zu cross-gender-mäßig sind, auch mal ein bisschen Concealer. Hast du das mitbekommen mit dem neuen Video? Von Mr. Tutorial, von Sami Slimani? Ja. Das hat ihm irgendeine Amerikanerin geklaut, die Idee. Und zwar bevor er das gemacht hat. Ihm wurde die Idee geklaut, bevor er sie gemacht Temporaler Diebstahl. Unglaublich. Weit verbreitet im deutschen Internet. Um Sami Slimani einen auszuwischen, hat sich jemand extra eine Zeitmaschine gebaut, ist in der Zeit zurückgereist und hat ein Video gemacht, um ihn als Plagiator darstellen zu lassen. Und hat es dann auch noch viel hochwertiger gemacht. Unfassbar. Das, also traurig. Ich glaube, Sami, wir sind auf deiner Seite. Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Saminator forever. Nicht vergessen, Milch ist Gift. Florentin Will, meine Damen und Herren! Dankeschön! Ich mach auch mal so.